um jetzt einen harten Cut zu machen, Didaktik, 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 Didaktik. Oder erst nochmal, gehen wir den ersten Weg, wie erarbeitest du dir selber Themen? Wenn es jetzt ein relativ neues Thema ist, wie lernst du? Was sind deine Lernstrategien, wenn du sagst, okay, ich bin jetzt, ich möchte mich jetzt einem neuen Thema widmen, das ist jetzt ganz spannend. Wie bringst du dir sowas bei? Was ist deine Lernstrategie? Wie lernt der Mirko? Also zum Glück bin ich nicht mehr in der Situation, in der ich lernen muss, um Klausuren zu schreiben, weil ich irgendwie... Nee, aber es gibt ja Dinge, wo du dich dann selber einarbeitest, gehe mal davon aus. Genau, also da ist meine Methode, ich weiß nicht, ob die so gut ist und ob man das als Tipp jetzt hier präsentieren sollte, aber meine Methode ist einfach die, ganz viel zu lesen. Also oft im Netz, aber gerne auch in Literatur, genau, so wie du hier hinter dir, habe ich auch einige... Das ist nicht nur mal 10% von dem, was ich habe. Also, Wir haben leider hier ein bisschen umbauen müssen, deswegen habe ich jetzt hier nur das Fenster und kein Regal hinter mir, aber Bücher auf jeden Fall, aber auch im Netz, wenn es ein Thema gibt, zum Beispiel habe ich jetzt ein Video vorbereitet zum Thema Fair Trade und da gucke ich dann, was gibt's? Man klickt sich dann von Thema zu Thema, gerade im Netz, ja, man kommt ja immer weiter und immer weiter. Und dann lese ich mir oft stundenlang einfach was durch, ohne mir Notizen zu machen. Und dann setze ich mich hin und schreibe alles auf, was so bei mir hängen geblieben ist. Weil irgendwie habe ich die Erfahrung gemacht, das, was bei mir hängen bleibt, ist meistens so das, was auch am interessantesten ist. Und was auch vielleicht für die Zuschauer irgendwie relevant ist. Und dann versuche ich dann da so ein Skript zu schreiben. Und so lerne ich quasi auch Neues, indem ich einfach mal aufsauge. Das muss aber auch nicht unbedingt nur Lesen sein. Also ich bin auch so ein bisschen so audiovisuell unterwegs. Ich höre sehr gerne Radio, Inforadio vor allem oder Podcasts. Wenn zum Beispiel beim Sport finde ich das super. Da höre ich mir immer so Geschichtspodcasts an und einen Medienpodcast. Während du Sport treibst. Genau, ja. Weil einmal doch, du hörst dir Sportpodcasts an. Inhaltlich nicht Sportcast, also inhaltlich geht es nicht um Sport, aber während des Sports. Welche hörst du da regelmäßig? Also es gibt zum Beispiel eine Sendung im NDR, bei NDR Info im Radio, die heißt Forum Zeitgeschichte und ja, da geht es immer um aktuelle geschichtliche Themen, es sei denn nur einmal im Monat, ich würde mir wünschen, die Sendung gibt es jeden Tag, aber ja, vielleicht können die Kollegen das mal zumindest 14-tägig machen, aber ich weiß ja, dass es Special Interest ist, auf jeden Fall haben die einen Podcast, es gibt von der BBC, beziehungsweise also ein BBC-Moderator, Dan Snow, der ist auch Historiker, so eigentlich mein Vorbild, was so Bildschirmpräsenz in Sachen Geschichte angeht, okay. Der hat... Haben wir doch nur ein Vorbild gefunden, ja? Ja, ich habe auf jeden Fall viele Vorbilder, nur damals, also mentormäßig hatte ich niemanden, aber Vorbilder auf jeden Fall. Und das sagst du doch, wenn wir gleich dabei sind. Also es kommt immer darauf an, ich finde halt Dan Snow, der ist einfach jemand, ich weiß nicht, ob jetzt jemand kennt, aber der präsentiert... Bis jetzt nicht, aber wir werden verlinken, also dann werden sie ihn kennenlernen. Ja, auf jeden Fall lohnt sich mit ihm, sich auch auseinanderzusetzen. Der ist halt ein Fachmann, ist Historiker und präsentiert in der BBC eigentlich alle Themen, die irgendwie mit Geschichte zu tun haben. Und er macht es sehr lebendig. Er ist zum Beispiel in der Normandie und hat irgendwie so einen schweren Bleigurt an und zeigt halt, wie die Menschen, die Soldaten damals an den Strand ins Wasser gegangen sind und wie schwer das für die war. Und man kann ihm das einfach so ansehen, wie schwierig das gewesen ist. Er probiert Waffen aus dem Mittelalter aus und so. Und ist okay. Einfach... Das wäre was Neues. Ja, sowas gibt es in Deutschland auch nicht bisher. Und, ich find, ich weiß nicht, ob das legal wäre, aber... Ja, doch, in einem gewissen Rahmen schon, wenn man das vorher... Also ist auch mal wissenschaftlich begleitet, auch das finde ich irgendwie ganz cool. Und der hat auch... Wissenschaftlich begleitet, der Atombombenwurf ist auch nicht besser, haben wir auch schon gesehen. Ja, eine teure Produktion, die dann auch irgendwie... Die wird von BBC produziert, oder nicht? Schon, genau, von der BBC und läuft aber auch in Deutschland mit Übersetzung, manchmal bei ZDF Info, Phoenix bringt die auch manchmal, oder Spiegel Geschichte, Spiegel TV Geschichte. Und der hat auch einen Podcast, Dance History Hit, und den höre ich mir auch ganz gerne an. Du hast jetzt noch nach Vorbildern gefragt, da gibt es auch noch ein paar andere. Ich finde zum Beispiel Christian Sievers ziemlich cool, der früher das Morgenmagazin moderiert hat. Jetzt Mami, sagt man was, ja, was tut heute der jetzt? Journal, da kennst du ihn vielleicht, nee, die 19 Uhr heute moderiert er jetzt, glaube ich. War eine Zeit lang Korrespondent in Israel fürs ZDF. Und was ich an ihm so cool finde, ist, dass er, also er ist einfach ein super, also er kommt super entspannt rüber, hat immer so ein bisschen den Schalk im Nacken sitzen, aber schafft es trotzdem sehr seriös, die Themen rüberzubringen. Und er ist einfach... Er nimmt sich selber nicht zu ernst, er ist nicht irgendwie so der Journalistendarsteller, aber er macht einfach, er ist ein guter Journalist und strahlt was aus und steht für was, hat Haltung und
ja, das finde ich einfach super. Und ich habe ihn einmal kurz persönlich getroffen und der persönliche Eindruck war der gleiche wie den ich vom Bildschirm hatte. Da war ich begeistert, dass er auch persönlich sehr nett ist. Den finde ich auch, auch total cool. Und dann muss ich auch sagen, auch wenn viele Historiker mir da jetzt einen auf den Deckel geben würden, ich habe auch das bewundert, was Guido Knopp gemacht hat. Der hat es geschafft, Geschichte für Millionen von Menschen interessant zu machen. Vor Guido Knopp waren die Geschichtsdokus ja wirklich gähnend langweilig im Fernsehen und keiner wollte sich damit beschäftigen und er hat es geschafft, dass sich Millionen Menschen beschäftigen damit, was war im Dritten Reich los. Ja. Klar, man kann sich drüber lustig machen über Hitlers Helfer, Hitlers Hosen, Hitlers Hunde oder was auch immer, aber ja, er hat es einfach geschafft, Geschichte ansprechend rüberzubringen, wobei ich jetzt inzwischen auch weiß, dass er ein sehr, sehr gutes Team hatte. Das ist zwangsläufig da der Fall. Nicht anders, ja, das auch zum Teil immer noch an Bord ist quasi im ZDF, obwohl Guido Knopf ja inzwischen im Ruhestand ist, aber ich fand das einfach eine tolle Arbeit, die da gemacht wurde. Und ZDF History ist es dann, oder? Genau, genau, ja. Da hat es auch dann irgendwann vom HP Kerkeling was gegeben, ne? Ja, die Deutschen, genau, da hat er... Die war aber auch nicht schlecht, muss ich sagen. Also ja, ist auch das nett, ist... Nett ist so gehirngerecht versucht, die Leute über Spaß dorthin zu führen, doch was zu lernen. Und das ist ja, was ich unter gehirngerechtem Lernen auch verstehe. Das ist ja das, was ich von der Vera Völkmüller mitgekriegt habe. Das ist ja die Kernidee hinter Lernen der Zukunft. Dass man sagt, okay, Lernen muss so aufgebaut sein oder Lehren muss so aufgebaut sein, dass es einfach Spaß macht. Ja. Genau. Das also ich Spaß macht. Und nebenbei lernst halt dann noch was. Das lässt sich nicht verhindern. Ja, und das ist, finde ich, auch so das A und O. Und das meinte ich auch vorhin, mit, dass die Wissenschaft sich in Deutschland oft noch zu ernst nimmt und dann sagt, uiuiui, und das kann man doch so nicht machen und das ist nicht seriös. Das stimmt überhaupt nicht. Wenn der Inhalt gut ist und richtig, dann und da ist halt zum Beispiel Harald Lesch jemand, der sagt, jo, wir machen das einfach mal so, machen das halt auch unterhaltend, aber trotzdem fundiert und wissenschaftlich korrekt. Und dann ist es auch okay. Und wenn mittlerweile haben sie einige adaptiert. Es gibt ja den Manfred Spitzer zum Beispiel, der das dann in seinem Gehirn und Geist oder Geist und Gehirn, wie das geheißen hat, sehr gut umgesetzt hat für die Gehirnforschung. Und die Vera F. Birkenbiel war die dritte im Bunde. Die hat auch eine Sendung gehabt, die hat Kopfspiele geheißen. Mhm. In derselben Sendereihe, wo Harald Lesch und Spitzer waren. Sie war die dritte im Bunde. Ah, okay. Also auch wenn sie dir jetzt vielleicht nichts sagt, sagt sie dir gar nichts, oder? Ich bin mir sicher, wenn ich mir sie anschaue, dann weiß ich sofort, wer es ist. Naja, also sie war die dritte mit der dritten Sendung. Okay. Und hat halt viele Bücher im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und aber auch Business. Und hat eben eigene Trainingsmodelle im Sinne von gehirngerechtes Arbeiten. Mhm. Ah, okay. Und das halt schon seit den 1970ern. Muss ich mir sie war mit einer der ersten, die sich das getraut hat, den Elfenbeinturm einzustürzen. Okay. Oder sie hat mit daran gesägt, dass was da in der Wissenschaft da oben entwickelt wird, ins breite Volk in Anführungszeichen herunterzubringen. Ja. Und das halt, und bei ihr habe ich halt lange arbeiten dürfen können müssen. Dürfen, würde ich sagen. Und sie war meine Mentorin und da habe ich das meiste mitgekriegt, ja. Und um jetzt nochmal in die Didaktik, du hast eigentlich keinen didaktischen Hintergrund, oder? Effektiv. Das hast nicht du dir selber raufgeschaffen, oder? Genau, also ich habe Geschichte und Kulturwissenschaft studiert, nicht auf Lehramt. Und klar war da vielleicht das ein oder andere didaktische Modul mal dabei, aber an sich nicht. Klar, wenn man junges Radioprogramm macht, da, ich meine generell die Öffentlich-Rechtlichen haben ja einen Bildungsauftrag und gerade die jungen Programme haben diesen Bildungsauftrag auch ein bisschen intensiver und da ist aber auch wieder Learning by Doing gewesen. Wir haben Workshops an Schulen gemacht und so, da wird man ins kalte Wasser geschmissen und lernt dann dadurch was. Aber ich habe keine didaktische Ausbildung, kein Pädagogikstudium oder so.